Geil, Alter, erstmal ein Bier kippen. Ich muss auch kurz den Ton. Ich sehe nicht mal, wie ich drifte. Also bei Driften ist mega wichtig, wenn man ein sonst erfahrener Spieler ist. Warum bin ich so wack gerade? Digga, du bist doch 9. Das ist doch nice, Alter. Von wie viel? Hä? Von wie viel? 12 wahrscheinlich. So, ich habe eine Frage. Würdest du mit der Concorde fliegen, wenn es möglich wäre? Hä, war, keine Ahnung, was ist denn für eine komische Frage, Alter? Wie kommt man denn auf sowas? Digga, Mann! Warum bin ich so wack, Mann? Das regt mich auf. Na gut, erste Runde, das kommt noch, Alter. Man muss sich auch erstmal einspielen. Ich brauche einen Ausraster. Ja, mal gucken. Also noch läuft es ja bei mir ganz gut, ne? Das fuckt mich halt ein bisschen ab, dass ich das Mikrofon nicht lauter machen kann, Mann. Also ich meine, wenn du jetzt alleine aufnimmst, ist es halt mega gut. Aber wenn ich jetzt hier im Stream bin mit noch einer Person, ist es halt echt schwierig, ne? Nein, und ich war so kacke. Oh mein Gott, scheiße. Ey, komm. Ja, okay, das war's. Naja, immerhin 6. Boah, du bist Digga, 7. Ist doch... Du warst so knapp, ne? Wäre ich gerade nicht von diesem scheiß Panzer getroffen worden. Mann. Ja, ist doch voll in Ordnung. Das ist voll kacke. Ohne Witz, wir hätten 1. und 2. sein müssen. Twizzy, man versteht dich recht schlecht. Ja, es ist halt echt kacke, Mann. Okay, ich werde ab jetzt lauter sprechen. Und Kuchen ins Ohr schreien. Irgendwas mache ich falsch. Warum bist du die ganze Zeit schneller als ich? Obwohl ich auch drifte. Und oder jahrelanges Training halt, ne? Wisst, aber du nicht ja, einfach so spielst erste. Jetzt gerade das erste Mal. Ja, siehst du, dann ist es ja wohl klar, warum du nicht direkt Erster bist. Nervt mich, aber ich muss besser sein als du. Okay, die Bombe. Vielleicht treffe ich ja irgendwem. Nee, also zumindest habe ich nicht gejubelt. Mann, diese verkackten Panzer, ey. Tanzverbot ist ein Vollpfosten. Typisch reich gewordener Sonderschüler. Naja, ich glaube ehrlich gesagt nicht mal wirklich, dass der reich ist. Also der hat ja wirklich so gar keine Produktplatzierungen zum Beispiel. Und ich meine, damit verdient man ja YouTube-mäßig halt wirklich am meisten so. Ich meine, ich kenne jetzt zugegebenermaßen natürlich auch seinen AdSense nicht. Digga, ist der Typ behindert. Tut er nicht auf die Hälfte ab, was er Onkel? Ja, naja, 20% oder so. Nee, ich glaube tatsächlich nicht, dass er so viel Geld hat. Also ich denke schon, dass der natürlich gut verdient. Und er hat ja auch mal gesagt, dass er halt kein Geld ausgibt so. Wenn man natürlich nichts ausgibt, aber halt jeden Monat 8.000 kriegt oder so. Außer für Tempotaschentücher. Und Taschenmuschis. Nee, aber ich keine Ahnung. Ich denke nicht, dass er so viel Geld hat. So kann ich mir nicht vorstellen bei ihm irgendwie. Fresh Polacca hat einen Song hochgeladen, wo er alles erklärt, warum sollte man das als Song hochmachen, was mit Rapper Mittwoch ist. Da sagt er, warum er bei Alpha Royale nicht dabei war. So gut, aber es waren ja viele Leute nicht bei Alpha Royale dabei, so, ne? Waren ja nur 8 Leute. Ja, wegen Jizzy und so, ne? Weil er sich nach dem Battle... Hat einer Jizzy gestriffen an der Wange, also der hat versucht ihn zu hauen, hat ihn dann gestriffen, hat sich gefreut wie ein Kind, ist weggelaufen, hat gesagt, ich habe Jizzy verprügelt und ja, seitdem ist Fresh Polacca gesperrt, weil der auch nie abliefert und immer choked, ne? Wie, der ist gesperrt? Ja, der Dings hat sich bei dem letzten Battle ja extrem unsportlich verhalten. Fresh Polacca, echt? Ja, ja. Das kenn ich gar nicht. Guck dir das Battle gegen Jizzy, guck dir es an. Und da hat er den gehauen, also gestriffen oder was? Nicht er. Ein Freund von Fresh Polacca hat nach dem Battle versucht, so. Jizzy zu hauen. Hat dann quasi so versucht, ihn zu hauen, hat nur so gemacht. Und dann hat er rumerzählt, ich habe Jizzy verprügelt und ist dann weggelaufen einfach. Und das waren irgendwie Freunde von Fresh Polacca, die sauer waren, weil Jizzy halt auf die Freunde von Fresh Polacca im Battle gegangen ist. Und so eine Leute, die Battle Rap nicht vertragen, sind halt Missgeburten auf jeden Fall. Nichts gegen Fresh Polacca, aber die Freunde von ihm haben das halt nicht verstanden. Wobei Fresh Polacca ist auch komisch. Ich will auf jeden Fall ein anderes Auto, ich akzeptiere es gar nicht, dass ich hier so abbiege. Na gut, ich habe gerade geguckt, wenn du natürlich gegen die Wand fährst, ist immer schwierig so. Na, aber guck mal, er fährt doch gar nicht hier. Ja, du fährst doch. Na, ich gebe Gas und er fährt gar nicht. Ah, du hast die Dingssteuerung an, deswegen bist du so kacke. Wir müssen uns gleich mal umstellen, wir gehen kurz raus. Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Ja, ja. Ich wundere mich hier, weil ich kann eigentlich wirklich gut spielen, Alter. Werden wir gleich gucken. Aber du hast nicht mal 1000 Punkte, okay, das heißt, du bist echt kacke. Bei der Steuerung. jeder, der die Eier hat, da auf der Bühne zu stehen, Props an den. Weil wenn 1000 Leute dich gerade ausbuhen oder dir zujubeln und du trotzdem deinen Text noch gut hinkriegst, das ist eine Kunst, das muss man erstmal machen. Der Typ, Tanzverbot, hat es auch echt geschafft. Immer wenn ich an den denke, wenn ich den Namen höre, denke ich an daran, dass ein fetter Junge sich einen wichst. Ne? Ohne Scheiß jetzt. Das hat er einfach geschafft im Leben, muss man einfach so sagen. Ey. Ja, wie gesagt, also bei Tanzverbot denke ich, weil das noch reingeschrieben ist, ist mir auch gefallen. Ich glaube, der hat im Monat verdient er mit YouTube vielleicht echt, glaube ich, so einen guten Monat. Dann hat er vielleicht so 5 bis 6k bekommen oder so. Wenn er dann noch 20% abgibt und dann nochmal Steuern zahlt, glaube nicht, dass der so rich ist, tatsächlich. Aber ist auch gut. Ich gönne mir, dass ich mehr verdiene, so. Ist jetzt meine Steuer... Ah, okay. Da merkt er direkt den Unterschied. Guck mal, und da driftet er auch und alles läuft wunderbar, so wie das sein soll. Okay, Donny, jetzt wird er getroffen und ist wieder Letzter. Mann, ich wundere mich hier, weil ich kann eigentlich wirklich gut spielen, Alter. Ja, siehst du, 8. ist doch schon mal nicht Letzter, ne? Besser als sonst. Digga, die sind alle direkt vor mir hier. Guck dir das an, ich drifte. Ist aber ehrlich so, der rafft einfach nicht, dass seine Lebensqualität gesteigert wird, wenn er einfach mal in einer Wohnung leben würde und nicht in Amazon-Kartons.
Ja, vor allem, ich verstehe das nicht. Also ich meine, meine Wohnung ist jetzt auch nicht die ordentlichste, aber wenn das so aussieht wie bei Tanzi, ist das schon echt hart widerlich so. Das könnte ich gar nicht. Deine Wohnung ist doch gut. Ja, aber geht ja, schon gut, besser. Gut, Gina könnte hinter den Ecken und so natürlich ein bisschen besser reinigen. Die könnte generell mal putzen. Ja, ich hatte es gehört. Nein, aber guck mal, ich fahre ganz normal und alle holen mich ein. Das ist so nervig, ne? Da, ja. Jetzt wieder, Alter. Ja. Ich glaube, ich habe das Driften einfach gar nicht raus. Ich muss das. Ich wundere mich hier, weil ich kann eigentlich wirklich gut spielen. Boah, Zehnter. Aber du kannst ihn noch einholen vielleicht. Ich habe ihn noch getroffen. Da geht es zu weit weg. Boah, guck mal, fast ins Ziel gekommen. Das ist doch gut. Lass lieber reden mit denen, anstatt zu spielen. Ja, wir reden ja nebenbei mit denen. Mhm. Das ist ja das Coole. Was sagen die da so? Kann Twizzy auch was anderes als heulen? Ja, Mann, er hat recht. Ich heule gerade echt hart rum. Aber du würdest auch heulen, wenn das hier gerade so wäre mit der Steuerung. Und indem ich dir es sage, heule ich weiter. Falls du da schneidest, ne, du musst mal irgendwie reintun, dass wir die Plätze getauscht haben. Ja. Lass mal wirklich die Plätze tauschen. Da ist auf dem Bossstuhl. Oh. Ich gebe das mal dem Cutter, der soll. Also ich werde Gameplay-Videos jetzt hochladen, bis hier nebenbei. Komm, jetzt siehst du so riesig. Und jetzt sehe ich echt riesig aus, Alter. Ja geil, er kickt mich halt raus, so, weißt du, das ist halt so ein Bastard-Move von dem Typen, Mann. Wo ist Gas? Unten oder rechts? Rechts. Okay, ey, dann mach ich das. Ey, Digga, dann bin ich schlecht. Dann bin ich einfach wack. Ich wundere mich hier, weil ich kann eigentlich wirklich gut spielen, ey. Ja, natürlich fahre ich halt in den blauen Panzer, grünen Panzer da rein, Alter. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Komm, wenigstens einstellig, oder? Ja, Achter. Zwölfter, immerhin, ey. Oh, Mann, du. Er war stets bemüht. Danke, du hast mir 9 Punkte geklaut. Weißt du, wie schwer es ist, zu kriegen? Guck mal, ich bin Zweiter gewesen, ganz kurz. Für eine Sekunde, bevor ich runtergefallen bin. Es regt mich gerade richtig auf, ne? Wie kann man da jetzt gerade runterfallen, Alter? Jetzt wisst ihr, warum ich Musik mache. Ich kann doch nichts anderes. Ne? Weil er nicht Mario Kart spielen kann. Aber ich bin besser als sonst. Oh mein Gott, ich hab den roten Panzer geblockt. Oh, wenn der keinen Speed hat, dann habe ich gewonnen. Nein, da kommt noch ein roter Panzer. Nein! Nein! Lol, und da kommt noch einer. Oh, da bin ich getroffen. Ah, er hat zu früh geschossen. Lol, der war genau hinter mir. Oh mein Gott, ich hab nochmal gewonnen. Ah, das macht mich jetzt richtig glücklich, Alter. Schöner Abschluss hier. Ja, Twizzy ist halt geil. Gut gefahren. Oh, ich war Siebter, Manno. Wenn ich jetzt dann Neunter werde, weiß ich halt noch. Es gab nur 8. Ach so, echt jetzt? Ja. Scheiße, ich freue mich die ganze Zeit. Nice.